Schönen guten Abend. Mein Name ist Mauro Heller und ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit Martin Görsch. Wie Sie die COT-Daten professionell nutzen. Können Sie mich denn alle gut verstehen? Das vielleicht mal vorab. Super, wunderbar. Dann auch an dich ein Hallo Martin, grüß dich. Und ich würde direkt das Wort an dich übergeben Ja, und bin gespannt. hervorragend. So. So, bin ich zu hören? Bei mir auf jeden Fall. Sehr gut. So, alles klar. Ja, gut, Mauro, dann löse ich dich direkt ab. Dann können wir starten. Wir haben viel zu tun heute. Ich bin ja schon bekannt dafür, dass ich immer irgendwie so ein bisschen überziehe. Ich befürchte, das könnte auch heute wieder passieren. Ja, weil wir echt viel zu tun haben. Und deswegen, ja, vielen Dank an dich, Mauro. Vielen Dank an CapTrader auch für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu verlieren zu meinem Lieblingsthema COT-Daten, Commitments of Traders. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ist eigentlich der Handelsansatz, den ich so am liebsten mag von den verschiedenen Handelsansätzen, die ich so trade. Und da will ich heute einfach mal so ein bisschen den kleinen Einblick geben. Ja, schon mal vorneweg. Das ist ein zweiteiliges Webinar. Wir fangen heute an mit einer kleinen Einführung so ein bisschen in diesen Bereich Commitments of Traders Daten. Ich werde mal erklären, was das ist, wie man die so ein bisschen grob auswerten kann, wie man das Ganze verwenden kann für sein eigenes Trading. Und im zweiten Teil, den wir in der nächsten Woche haben, am 7.11., wenn ich mich nicht irre, auch wieder um 18 Uhr, da gehen wir dann noch in das Ganze ein Stückchen tiefer rein, werden noch einen Blick werfen, so kurz auf Saisonalitäten. Und da werde ich dann auch noch mal direkt den Handelsansatz zeigen, mit dem ich persönlich arbeite. Und heute wird es erstmal so ein bisschen um eine allgemeine Einführung gehen, dass am Ende auch jeder in der nächsten Woche auf dem gleichen Stand ist und alle wissen, wovon hier gesprochen wird. So. Also, bevor wir loslegen, wie immer kleiner Risikohinweis, ja, sind wir zu verpflichtet, ist auch wichtig, dass man einmal versteht, dass Trading auch immer mit hohen finanziellen Risiken verbunden ist. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Trades macht, macht das mit kontrolliertem Risiko. Ja, idealerweise fängt er auf dem Demokonto an. Und ich werde nachher auch ganz kurz, glaube ich, eine kleine Performance-Grafik zeigen, die zu meinem Handelsansatz mit den COT-Daten gehört. Von daher ist hier auch der letzte Satz besonders wichtig. Ja, Performance-Angaben der Vergangenheit sind keine Garantie auf zukünftige Gewinne. So. Und auch wichtig, ja, die folgenden Inhalte dienen nur informellen Zwecken. Ja, das dient hier rein der Weiterbildung. Ich will hier nur meinen subjektiven Handelsansatz so ein bisschen erklären. Wenn wir hier Analysen machen, wir werden nachher in ein paar Märkte noch reinschauen, direkt auf der Handelsplattform. Das, was hier als Analysen gezeigt wird, ist bitte nicht als Anlageberatung oder Kauf- oder Verkaufempfehlung zu verstehen, sondern repräsentiert rein meine subjektive Meinung. Ganz kurz hier noch Offenlegung. Ja, ich bin in den Futures-Märkten aktiv. Von daher ist es äußerst wahrscheinlich, dass ich in einigen der Märkte, die wir hier heute uns anschauen, Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Ja, und das ist auch nochmal ganz wichtig, die CFTC-Richtlinie. Wenn Performances gezeigt werden, die durch Backtest entstanden sind, dann können es hier zu erheblichen Abweichungen kommen, wenn das Ganze dann irgendwann im Live-Handel umgesetzt wird. Okay, ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ach so, vorneweg, Fragen bitte jederzeit gerne. Ich habe das Fragenfeld hier geöffnet, habe das auch eigentlich immer ganz gut im Blick. Rainer, zu dir schon mal, ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Ich gehe mal davon aus, dass CapTrader das wie immer im Kundenbereich auf jeden Fall auch hinterlegt und ihr euch das dann im Nachgang nochmal anschauen könnt. Ansonsten alle Fragen
die eventuell auftauchen, gerne rein in den Chat und ich werde mich dann auch da direkt drum kümmern. So, also, der nette Herr Folie, das bin ich. Martin Görsch, mein Name. Das, was ich mache, ist eben das, was ich schule. Das heißt, ich bin Trader und arbeite quasi auch als Portfolio Manager für eine Schweizer Vermögensverwaltung, bin da im Bereich Managed Futures. Das ist eben auch genau das, was wir heute hier machen. Also das sind Handelsansätze, die auch in diese Managed Accounts mit einfließen. Alles das, was mit den COT-Daten zu tun hat. 42 Jahre bin ich alt, bin verheiratet seit ein paar Jahren, sehr glücklich noch immer. Bin einer der wenigen bei mir im Bekanntenkreis, die das von sich behaupten können. Ich habe eine Tochter und komme eigentlich aus dem Bereich VWL und Sinologie, also China-Studien heißt das heute. Habe also Chinesisch gelernt, auch 2 Jahre in China gelebt und habe eben schon immer während des Studiums auch gehandelt, damals noch mit Aktien, bin dann irgendwie auf Optionsscheine, Zertifikate umgestiegen, weil mir Aktien dann ein bisschen zu langweilig waren. Und vor vielen Jahren bin ich dann mehr oder weniger zufällig an Larry Williams geraten, war da sehr, sehr begeistert und war dann auch ein paar Mal in den USA drüben und habe mich da direkt auch vom Larry dann ausbilden lassen. Das ist das, was ich am längsten eigentlich am Markt mache, dieser ganze COT-Ansatz, die ganze Basis daher, die kommt vom Larry Williams. Ich benutze zum Teil immer noch so ein paar Indikatoren von ihm, die ich von ganz früher noch habe. Also das ist ein konsistenter Handelsansatz, der seit Jahren sich nicht groß verändert. Und von daher freue ich mich wieder, dass ich da heute noch mal ein paar Worte drüber sagen kann. Okay, der ganze Rest, ja, das sind so Kleinigkeiten, die ich sonst parallel zu meinem Eigenhandel und zur Vermögensverwaltung noch mache. Also ich schreibe mal Fachartikel oder betreue auch einen Börsendienst. Ja, also das zu mir, das soll auch reichen. Ansonsten schaffen wir heute unser Material hier nicht. Da haben wir auch schon die Auflistung der heutigen Themen. Wir werden uns kurz anschauen, was sind COT-Daten überhaupt. Dann werden wir im zweiten Teil uns damit beschäftigen, wie man COT-Daten interpretiert, was wir da für kleine Hilfsmittel haben, die wir nutzen können. Und am Ende werden wir uns dann noch so ein paar Analysen anschauen mit dem COT Institutional Add-on. Die Plattform, die ihr bei mir sehen werdet und auch die Plattform, wo die Screenshots her sind. Das ist der Agena Trader. Für alle aktiven CapTrader-Kunden gibt es ja inzwischen die Möglichkeit, den Agena Trader in der Mercury-Version kostenlos zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz tolles Angebot und eine super Möglichkeit, von der ihr nach Möglichkeit auch Gebrauch machen solltet. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ja, Agena Trader ist die Handelsplattform, mit der ich meine kompletten Trades im privaten Bereich umsetze. Im Management leider noch nicht, weil da noch so ein paar Anbindungen fehlen, um Gruppenaccounts zu verwalten. Vergewaltigen hätte ich beinahe gesagt, aber verwalten. Aber da wird dran gearbeitet. Mein Wunsch wäre es, da auch noch komplett umsteigen zu können. Also nutzt die Möglichkeit, probiert das aus. Ich weiß, dass es am Anfang ein bisschen unübersichtlich ist, aber die Zeit lohnt sich, sich da einzuarbeiten. Es ist ein wirklich tolles Tool, was unheimlich viel kann. Und mit dem Tool werden wir uns eben nachher auch noch kurz beschäftigen. Und da habe ich auch am Ende für alle, die die gesamte Zeit mit mir hier durchhalten, am Ende auch noch eine kleine Überraschung. Das wird euch sicherlich freuen, aber da kommen wir später zu. So, also starten wir mit dem Thema, was sind COT-Daten? COT steht für Commitments of Traders. Commitments of Traders bedeutet am Ende nichts anderes als Engagement der Trader. Und das ist eben auch genau das, was wir da bekommen. Das heißt, wir kriegen in diesen wöchentlich erscheinenden Commitments of Traders Daten die tatsächlichen Positionierungen der großen Trader in den amerikanischen Futures-Märkten. Ja, amerikanisch habe ich hier absichtlich kursiv geschrieben, weil das wirklich eine amerikanische Geschichte ist. Das gibt es leider nicht für die Futures an der Eurex. Das kriegen wir also nicht für für den DAX oder den Bund oder den Eurostoxx. Ja, haben wir leider keine Chance, an diese Daten zu kommen. In Amerika wird es seit vielen, vielen Jahren schon gemacht, dass diese Daten erhoben, gesammelt und auch veröffentlicht werden. Und das ist eben genau das, was wir hier bekommen. Und
wo meiner Meinung nach da der große Vorteil liegt, ist das, was in diesen Daten abzulesen ist, ist Money on the Table. Ja, das ist echtes Geld, was auf dem Tisch liegt. Das sind Positionen, die geöffnet sind. Das ist nicht irgendein Sentimentindikator, ja, der aufgrund von irgendwelchen Umfragen erhoben wird, wo die Fondsmanager und die Vermögensverwalter ganz schlau da sitzen und sagen, ja, ich erwarte, dass das und das passiert. Und das wird dann nachher im Sentiment angezeigt. Aber am Ende haben sie vielleicht Positionen, die ihre Aussagen überhaupt nicht widerspiegeln. Und das wissen wir nicht. Ja, bei diesen ganzen Sentimentindikatoren wissen wir das nicht. Bei den COT-Daten wissen wir das. Das sind tatsächlich geöffnete Positionen. Und das ist der große Vorteil, den wir hier haben. Und das ist auch was ganz, ganz Besonderes, denn es ist ein preisunabhängiger Indikator im Prinzip, der auf echten Fakten beruht. Ja. So, und das, was da passiert, ist, dass die meldepflichtigen Trader im Prinzip jeden Tag, ja, ihre Positionen melden zum Ende des Tages, die noch offen sind. Jeden Freitag werden diese Meldungen vom Dienstag veröffentlicht. Ja, das heißt, die Daten sind ein paar Tage alt. Das ist aber am Ende nicht weiter tragisch, da wir überwiegend in den größeren Zeitebenen mit diesen Daten arbeiten. Ja, klassischerweise benutzt man COT-Daten im Wochenchart. Ich arbeite damit auch viel im Tageschart. Wer vielleicht schon bei mir auf dem Seminar war, der kennt das Prozedere. Da werde ich in einer Woche einen ganz kleinen Einblick geben, aber im Prinzip ist mein Seminar, mein Ausbildungsprogramm, wo genau diese Dinge dann haargenau erklärt werden und besprochen werden. Es gibt also durchaus auch eine Möglichkeit, mit COT-Daten auf dem Tageschart zu arbeiten. Und ich mache das sehr gerne und auch sehr erfolgreich. Der Mario fragt, kannst du bitte den Link in den Chat stellen? Ach, den Link, wo ihr das findet. Ja klar, das kann ich machen. So. Also, ich habe hier einen Link jetzt in den Chat gepostet, der bringt euch auf diese Seite hier. Das ist die Seite, wo die Daten veröffentlicht werden von der CFTC, von der Commodity Futures Trading Commission. Ihr kommt auf diese Seite über den Link und hier unten findet ihr die Listen zu den einzelnen Reports. Ja, hier gibt es mehrere verschiedene Reports. Ich werde euch auch gleich mal zeigen, wie man diese Reports liest. Ja, da kommen wir also gleich noch mal kurz drauf. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal der Link, den ihr da braucht. Ja. Okay, ich habe hier irgendwie diesen Laserpointer angemacht und kriege den nicht mehr aus. Aber das macht nichts. So, Kontrakte für Meldepflicht, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wer überhaupt ein großer Trader ist, ja, wer also meldepflichtig ist. Das sind die Anzahl, die Stückzahlen an Kontrakten, die über Nacht geöffnet sein müssen, damit ein Trader überhaupt meldepflichtig ist. Ja, und da sind wir tatsächlich bei 1000 S&P Mini-Kontrakten, bei 400 Euro-Kontrakten, 200 Gold-Kontrakte, 350 Crude-Oil-Kontrakte und so weiter. Da beginnt also die Meldepflicht. Ja, das einfach nur mal kurz auf euch wirken lassen. Ja, wer vielleicht schon mal mit dem Future getradet hat, der weiß, boah, so ein Gold-Future, das ist echt ein großes Ding. Ja, da bewegt sich richtig was, wenn Gold da $10 moved. Ja, da ist ein Tausender plus oder minus, ja, auf dem Konto. Bei Crude Oil genauso. Ja, S&P 500, ja, 10 Punkte, $500. Ja, mit einem Kontrakt. Und meldepflichtig ist man also tatsächlich erst ab 1000 Kontrakte hier im S&P. Das heißt, ich bin selbst in meinen Managed Accounts weit davon entfernt, unter diese Meldepflicht zu fallen. Ja, das heißt, das, was ihr in den COT-Daten findet an Angaben, sind wirklich große Trader, die da ihr Geld positionieren. Ja. So, auf dieser Seite hier von der CFTC. Da seht ihr ja, es gibt hier verschiedene Formate, Current Legacy Report, dann haben wir hier Current Traders in Financial Futures und so weiter. Da will ich euch einen kleinen Überblick ganz kurz geben, was es da so an wichtigen Reports gibt. Es gibt noch einen vierten, aber den habe ich hier ausgelassen, weil der nicht so interessant ist. Das, was am meisten benutzt wird, ist hier auf dieser Seite der Legacy Report.
Das ist auch die ältere Variante der CUT-Reports. Und das, was jetzt hier auf der rechten Seite ist, das ist die neuere Variante der CUT-Reports, weil sich einfach das Marktgeschehen so ein bisschen verändert hat, hat dann die CFTC vor ein paar Jahren darauf reagiert und hat einen erweiterten Report gebracht, ja, erweitert gegenüber dem Legacy. Und das ist eben dieser Disaggregated oder Traders in Financial Futures. Da gibt es zwei Trader-Kategorien mehr. Da wollen wir uns jetzt auch gar nicht groß mit aufhalten. Wichtig ist vielleicht, dass im Legacy Report alle US-Futures behandelt werden, also alle, für die es CUT-Daten gibt. Ja, für diese werden komplett Legacy Reports erhoben. Das heißt, im Legacy Report gibt es in jedem Future die gleichen Kategorien, egal ob wir jetzt hier ein Schweizer Franken Future vor uns haben oder einen Kakao. Ja, es gibt die gleichen Trader-Gruppen, die gleichen Trader-Kategorien, in die eingeteilt wird. Das ist bei dem neuen Report ein bisschen anders. Da haben wir also den Disaggregated Report, der ist komplett für alle Rohstoffe. Und wir haben den sogenannten Traders in Financial Futures Report und der ist für Financial Futures, das heißt für Indizes, für Anleihen, für Währungen, ja, das sind alles Financial Futures. Und Rohstoffe sind eben wirklich die klassischen Commodities und die werden im Disaggregated behandelt. Jörg fragt, ob der Legacy irgendwann mal komplett eingestellt wird. Ja, das kann durchaus sein. Ja, das war schon mal im Gespräch, ist dann aber wieder vom Tisch gewesen. Das kann schon sein, dass langfristig der irgendwann eingestellt wird. Typischerweise macht es aber die CFTC inzwischen so, dass sie Umfragen startet unter den Tradern, die diese Reports verwenden, welche Art von Report verwendet wird und daraufhin wird dann entschieden, ob die Daten weiter zur Verfügung gestellt werden oder ob die eingestellt werden. Und im Moment ist es tatsächlich noch so, dass der überwiegende Teil an Tradern den Legacy nutzt. Aber Disaggregated hat auch keine Nachteile. Ja, wenn man weiß, wie die zusammengesetzt sind, in meinen Seminaren gehe ich da ein bisschen intensiver drauf ein. Aber wenn man weiß, wie die zusammengesetzt sind, dann weiß man auch ungefähr, welche Kategorien aus dem Disaggregated den Kategorien im Legacy entsprechen. Wir werden uns heute hier mit dem Legacy befassen, ja, weil das eben die klassische alte Variante ist. Die ist auch ein bisschen, ich würde mal sagen, einfacher zu interpretieren, ja, weil es einfach weniger Kategorien sind und sie eignet sich sehr gut, um einen Einstieg in die CUT-Daten zu finden. Ja, dieser Legacy Report, der sollte damals, als der aufgekommen ist, den gibt es schon sehr, sehr, sehr lange, und das Ziel war einfach, mehr Transparenz in die Terminmärkte zu bringen. Ja, das war also das Ziel der Aufsichtsbehörde. Der kam früher sehr, sehr selten. Ja, seit 1962 kam der dann monatlich und am Anfang eben wirklich nur für 13 Agrarrohstoffe. Ja, inzwischen sind das ungefähr 50, ich glaube über 50 Futures, die da abgedeckt sind im CUT-Report. Das fing alles an eben mit 13 Agrarrohstoffen, die monatlich veröffentlicht worden sind. Ja, das musste man anfangs auch alles noch bezahlen. Erst im Jahr 1995 ist der Report kostenlos geworden und seit 2000 kriegen wir den sogar im wöchentlichen Rhythmus. Das fing also monatlich an, ist dann irgendwann in den zweiwöchigen Rhythmus gegangen und jetzt inzwischen gibt es das Ganze wöchentlich und das gibt es jetzt schon seit fast 20 Jahren so, also seit 2000. Und die Historie, die man auf der Seite der CFTC herunterladen kann, das ist also auch über diesen Link zu finden, den ich euch hier geschickt habe oder den ich euch in den Chat gesetzt habe. Die haben die Seite mal neu aufgebaut. Deswegen müsste ich das jetzt hier auch erstmal suchen. Hier haben wir es, ja, Historical Compressed. Ja, da findet man also hier zum einen die Disaggregated Daten seit 2009 und irgendwo findet man auch noch die normalen vom Legacy Report. Ja, müsste ich jetzt mal nachschauen. Da müsst ihr einfach mal suchen, wenn ihr wollt. Die kann man sich also runterladen als Excel-File. Und wenn man ein bisschen mit Excel arbeiten kann, dann kann man da sich auch selber schon Grafiken draus erstellen, wenn man denn möchte. Ja.
Okay, also wir bekommen auf jeden Fall diese Zahlen zurück bis 1996. Das heißt, wir haben wirklich eine relativ große Historie, auf die wir zurückschauen können. Das sind inzwischen 25 Jahre Historie und da kann man schon gut abschätzen, ob wir uns in einer aktuellen Positionierung in einem Extrembereich befinden oder nicht. Ja, was ich damit meine, werden wir uns gleich noch anschauen. So, der wichtigste Punkt ist, wir haben zwei große Hauptkategorien in diesem Report. Und zwar die Commercials und die sogenannten Non-Commercials. Ja, da gucken wir uns jetzt kurz an, wer was ist. Also, die Commercials sind die Gruppe der augenscheinlich am besten informierten Marktteilnehmer. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass in der Gruppe der Commercials die Marktteilnehmer, die in der Gruppe der Commercials zu finden sind, ausschließlich Marktteilnehmer sind, die entweder mit der Erzeugung, der Verarbeitung oder der Vermarktung eines Rohstoffs oder eines Produkts tätig sind. Ja. Die haben also eben mit Verbrauch oder mit der Produktion eines Produktes zu tun. Und diese Commercials sind eben Hedger. To hedge ist ein englischer Ausdruck, steht quasi für absichern. Und das, was sie tun, ist, über ihre Transaktionen am Finanzmarkt versuchen sie sich abzusichern gegen Preisschwankungen in der Zukunft. Ja. Hauptgrund dafür ist zum Beispiel eine Planungssicherheit in Bezug auf Ertrag oder Produktionskosten zu bekommen, je nachdem, auf welcher Seite die sich befinden, ja, ob es Erzeuger sind oder Produzenten, Erzeuger oder Verbraucher. Und das, was sie machen, ist, sie sichern eben ihre physischen Bestände ab oder, wenn sie eben Verbraucher sind, sichern sie ihre erwarteten Warenlieferungen ab. Ja, und das ist jetzt ganz wichtig, das machen sie, indem sie Gegenpositionen eröffnen. Schauen wir uns ganz kurz an, was ich mit Gegenpositionen meine. Also, die Positionierungen der Commercials sind zu fast 100% Absicherungspositionen, Hedging-Positionen. Ja, ich will nicht ausschließen, dass ein Produzent auch mal auf eine Preisentwicklung wettet. Ja, und da vielleicht auch mal Kontrakte in den Markt legt, in einer Größenordnung, dass seine physischen Produkte das vielleicht nicht mehr abdecken. Ja, mag sein. Aber normalerweise sind diese Positionen reine Hedging, also Absicherungspositionen. So, und was meine ich mit Gegenposition? Naja, Gegenposition heißt, ein Verbraucher eines Produktes geht hauptsächlich long am Finanzmarkt. Ja, zum Beispiel Coca-Cola als Zuckerverbraucher, ja, oder Lufthansa als Kerosinverbraucher oder was auch immer, völlig egal. Ja, Haribrot als Weizenverbraucher. Aber die nutzen diesen Rohstoff und sichern sich das, was sie kaufen müssen. Preise für Produkte, die sie kaufen müssen, über Long-Positionen ab. Ja, warum machen sie das? Ich zeige das mal ganz kurz. Ich hole mal schnell hier ein Zeichentool rein. Dann male ich hier einfach mal gerade auf die Folie. Also nehmen wir an, wir haben eine Preisentwicklung, ja, im Zuckermarkt meinetwegen. Ja, wir kommen hier von oben und befinden uns jetzt hier in so einem Preisverfall im Zucker. Ja, und kommen jetzt hier auf ein Niveau, was sehr, sehr günstig ist, was historisch auch super günstig ist. Und jetzt müssen wir uns einfach überlegen, wir sind jetzt Coca-Cola, ja, wir sind jetzt die Einkäufer von Coca-Cola und wissen, wir brauchen in 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten eine gewisse Menge an Zucker, die wir aber jetzt noch nicht kaufen wollen, weil wir dann eben Lagerhaltungskosten haben, was auch immer, völlig egal. Wir sind aber der Meinung, dieser Preis, der da gerade am Markt ist verhältnismäßig günstig, ja, und wir erwarten eher wieder steigende Preise in der näheren Zukunft. Ja, und wenn wir jetzt irgendwo an Stelle X unser Produkt kaufen müssen, ja, dann steht der Preis eben schon wieder hier oben und nicht mehr hier unten. Ja. So, was kann ich jetzt also machen als Verbraucher? Ich kann versuchen, mich gegen diese erwartete Preisschwankung hier abzusichern, gegen diese Preissteigerung abzusichern. Und das macht man eben, indem man Long-Positionen aufbaut. Ja, warum Long-Positionen? Naja, liegt man jetzt richtig, ja, und der Preis entwickelt sich hier nach oben,
dann muss man am Ende zwar sein Produkt quasi hier teurer einkaufen, hat aber über die Differenz hier einen Gewinn am Finanzmarkt gemacht. Ja, und dieser Gewinn gleicht dann, wenn man zu 100% gehedged ist, den höheren Preis wieder aus. Und damit hat man sich durch seine Positionierung in die Gegenseite, also in die Long-Richtung, hier quasi diesen Preis gesichert. Ja, und genau das Gleiche passiert auf der anderen Seite, wenn wir einen Produzenten haben, zum Beispiel einen Großbauer, der im großen Stil Weizen produziert, der kann sich auch absichern. Und zwar macht er das über Short-Positionen. Ja. Nehmen wir also den umgekehrten Fall. Ja, der Preis von Weizen, ja, der steigt jetzt hier und steigt und steigt und steigt. Ja. Ist jetzt sehr hoch, ist auch historisch sehr hoch. Und dieser Weizenbauer, der würde gerne zu diesem Preis sein Weizen verkaufen. Kann er aber nicht, weil erst in 3 Monaten Ernte ist. Ja, das ist aber der aktuell gehandelte Marktpreis, warum auch immer. Ja, und wenn dieser Weizenbauer jetzt erwarten würde, dass der Preis eben nicht weiter steigt, sondern wieder runterkommt, na, und er dann erst irgendwo hier unten zu einem viel späteren Zeitpunkt seinen Weizen verkaufen kann, dann kann er sich diesen Preis hier oben sichern, indem er Short-Positionen am Finanzmarkt aufbaut. Ja. Und deswegen sind eben Produzenten überwiegend short am Markt und Verbraucher überwiegend long am Markt. Ja, das ist einmal wichtig, das zu wissen, dass man nachher verstehen kann, wie diese Positionsänderungen bei sich verändernden Preisen zustande kommen. Ja. Ganz wichtig, diese Händler sind nicht auf Spekulationsgewinne aus. Ja, es sind keine Spekulanten, es sind Hedger, die wollen nur absichern. Ja, die wollen nicht über diese Positionen, die sie am Markt aufbauen, Geld verdienen, sondern die wollen sich Preise sichern. Ja, denn was passiert denn, wenn wir jetzt hier den Weizenpreis haben, der sich hier entwickelt hat? Jetzt haben wir einen Weizenbauern, der hier geschortet hat und der Preis fällt jetzt aber nicht, sondern steigt weiter. Ja, dann macht er zwar auf seinen Short-Positionen am Finanzmarkt einen Verlust, kann aber nachher seinen geernteten Weizen entsprechend teurer verkaufen. Das Ganze gleicht sich auch wieder aus und er hat sich im Prinzip diesen Preis hier gesichert durch seine Position, die er da aufgebaut hat. Das bedeutet, für den gehedgten Commercial ist es völlig egal, ob die Preise nach oben gehen oder ob die Preise nach unten gehen. In dem Moment, wo der zu 100% gehedgt ist, hat er sich einfach diesen aktuellen Preis gesichert. Ja, und damit ist das Ding erledigt. Okay, das ist wichtig zu wissen. Dann haben wir nämlich noch die andere Seite, das sind die Spekulanten, die Non-Commercials. Und das sind zum Beispiel Fonds, Hedgefonds, Pensionskassen und so weiter. Ja, alle großen Marktteilnehmer, die an den Terminmärkten unterwegs sind, mit einer spekulativen Motivation. Die sind also auf das Erzielen von Gewinnen durch Preisschwankungen aus. Das ist genau das, was wir als Trader machen. Ja, wir sind auf das Erzielen von Gewinnen aufgrund von Preisschwankungen aus. Wenn wir der Meinung sind, ein Preis steigt, dann kaufen wir das Produkt. Wenn wir der Meinung sind, ein Preis fällt, dann shorten wir das Produkt, um später günstiger zurückzukaufen. Wir wollen also einen Gewinn erzielen. Das, was wir auf der anderen Seite haben, ist eben nicht das Produkt oder den Rohstoff an sich, den wir absichern, sondern wir haben auf der anderen Seite das Risiko. Ja, wenn wir falsch liegen, dann kostet uns das Geld. Ja, und das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Gruppierungen. Ja, und die Non-Commercials, gerade die wirklich großen Trader, die sind hauptsächlich langfristige Trendfolger. Auch das ist wichtig zu wissen, um eben zu verstehen, wie sich auch hier die Positionierungen bei sich ändernden Preisen zusammensetzen. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie, auf die will ich gar nicht groß eingehen. Das sind die sogenannten Non-Reportables. Da gehöre ich also auch mit dazu. Das sind alle Händler, die so klein sind, dass sie eben ihre gehandelten Positionen nicht melden müssen, weil sie eben nicht über diese Meldegrenzen hinausgehen. Ja. Da gibt es so ein paar Mythen, die da in der Trading-Welt unterwegs sind. Ja, wie zum Beispiel diese kleinen Trader, die sind schlecht informiert und die liegen immer falsch. Ja, die kann man also immer countertraden. Da würde ich dringend von abraten. Dem ist nicht so. Denn es kann genauso gut sein, dass wir irgendwo einen kleinen Schweinebauern haben oder einen kleinen Weizenbauern, der eben die Felder oder die Herde nicht groß genug hat, dass er da wirklich
Absicherungen tätigen muss in der Größenordnung, dass er jetzt in die Meldepflicht reinfällt. Das kann aber trotzdem sein, dass wir hier quasi einen Commercial haben, der sich hedgt am Markt, aber einfach nur nicht melden muss. Und der weiß dann auch gut Bescheid. Ja, und je nachdem, was das für Märkte sind, in denen wir uns da befinden, liegen die Small Specs oder die Non-Reportables teilweise sehr, sehr gut. Ja, und manchmal liegen sie eben auch komplett daneben. Das ist also eine Kategorie, die sehr schwer zu interpretieren ist. Und da würde ich heute auch ungern den Fokus drauf legen wollen. So, was haben wir jetzt hier? Naja, das, was wir jetzt hier haben, das ist ein klassischer COT Legacy Report. Der kommt eben hier von dieser Seite, wo ich euch den Link geschickt habe. Hier ist es ganz wichtig für den Legacy Report. Hier ist das Ganze nach Börsen sortiert. Ihr müsst also wissen, an welcher Börse das Produkt gehandelt wird, was euch interessiert. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal das Zuckerbeispiel genommen. Na, das hatten wir ja eben schon mal im Zusammenhang hier mit Coca-Cola. Zucker wird an der ICE gehandelt. Ja, und dann kann man hier, es gibt ein Short-Format und ein Long-Format, da müssen wir auch gar nicht so genau drauf eingehen. Na, aber hier finden wir im Prinzip die ganzen Kontrakte, die hier gehandelt werden. Ja, Baumwolle, Orangensaft, Kakao. Und hier haben wir eben auch Zucker. Ja, Sugar Number 11. Das sind die aktuellen Zahlen. Und diese aktuellen Zahlen, die habe ich hier einfach mal auf die Folie übernommen. Ja, das sind also die Zahlen vom 22. Oktober. Und da will ich euch jetzt einmal kurz erklären, am Beispiel der Commercials, mit denen wir uns ja heute überwiegend hier beschäftigen, wie man das Ganze liest, ja, und wo die Zahlen herkommen, die wir gleich auf dem Chart sehen werden. Ja, denn diese Zahlen, die man auf dem ganz klassischen COT-Chart sieht, die sind in dieser Aufstellung hier gar nicht zu finden. Ja. Also gucken wir uns das Beispiel Commercials an. Commercials finden wir hier in der mittleren Spalte. Ja, hier links sind die Non-Commercials, ja, in der Mitte sind die Commercials und dann ganz am Ende rechts finden wir die Non-Reportables die Positionen werden errechnet, weil die nicht gemeldet werden. Ja. So, also Commercials, und dann haben wir hier einmal die Long-Position, einmal die Short-Position. Da müssen wir einfach hier in der Tabelle nach unten fahren und sehen, aktuell geöffnet. Also das sind, wie gesagt, die Zahlen vom letzten Dienstag. Am letzten Dienstag geöffnet waren auf Seiten der Commercials ungefähr 531.000 Kontrakte auf der Long-Seite und 362.000 Kontrakte oder 363.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Ja, das sind also die Zahlen, die hier in dem Report auftauchen. Und aus diesen Zahlen werden jetzt diese sogenannten Nettopositionen berechnet. Ja, weil man, wenn ihr jetzt mal irgendwelche Analysen zu COT-Daten lest, dann steht ja da immer drin, ah ja, die Commercials haben eine extreme Netto-Long-Positionierung oder wie auch immer. Was bedeutet das eigentlich? Ja, also, diese Nettopositionen werden ganz einfach berechnet, indem man von den 531.000 Long-Kontrakten die geöffneten Short-Kontrakte abzieht. Ja, das heißt, da bleiben jetzt hier im Sugar für den letzten Dienstag bleibt eine Netto-Long-Positionierung von 168.000 Kontrakten bei den Commercials. Das bedeutet am Ende nichts anderes, als dass die Commercials momentan 168.000 Kontrakte mehr auf der Long-Seite halten als auf der Short-Seite. So, was kann man jetzt davon ablesen? Ja, erstmal gar nichts, ne? Also diese Zahl alleine, die bringt uns nichts, weil wir jetzt nicht wissen, boah, ja, was ist denn das? 168.000 Kontrakte mehr auf der Long-Seite als auf der Short-Seite. Ist das viel oder ist das wenig? Ja, das müssen wir jetzt irgendwie ins Verhältnis setzen. Und dafür schaut man sich eben diese Charts an. Ja, jetzt haben wir also hier die Charts. Und das, was wir hier auf so einem Chart jetzt sehen, was ich nochmal separat für euch eingeblendet habe, was man normalerweise nicht sieht auf irgendwelchen Seiten, wo man sich diese COT-Daten kostenlos besorgen kann, das ist das hier unten. Und zwar ist das der Verlauf der Long-Positionen von den Commercials und der Verlauf der Short-Positionen von den Commercials.
Ja, das ist also jetzt was, was direkt aus dem Agena Trader kommt. Ich kann also im Agena Trader alles einstellen, was ich eventuell sehen will. Ja, ob ich Long-Positionen sehen will, Short-Positionen, Netto-Positionen, ob ich das Ganze gewichten will, welche Gruppierung ich sehen will und so weiter. Also ich kann da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel machen. Ich will jetzt nur einmal zeigen, was diese Zahlen sind, die eben gerade von dem Report gekommen sind. Ja, dafür hole ich den hier parallel noch mal kurz rein hier von der CFTC-Seite. Hole ich gerade noch mal den Sugar hier kurz rein. So, dann können wir das nämlich hier oben drüber mal eingeblendet lassen. Ja, da haben wir nämlich jetzt hier die Commercial Long Position 530.969. Das ist genau das, was wir hier unten angezeigt bekommen. 530.969. Dann haben wir auf der Short-Seite 362.894. Die haben wir hier. 362.894. Das ist die Short-Seite. Ja. Und das, was ihr auf diesen klassischen CUT-Seiten seht, das ist eben diese Grafik hier. Ja, ich habe die Non-Reportables mal ausgeblendet. Die laufen meistens hier so um die Nulllinie, weil das sehr kleine Positionierungen sind. Aber hier haben wir jetzt diese 186.000 Kontrakte. Das ist die Netto-Positionierung der Commercials. Die blaue Linie hier, das ist die Netto-Positionierung der Non-Commercials. Ja, uns interessiert jetzt erstmal hier oben die rote. Also die errechnet sich einfach aus Longs minus Shorts. So, und jetzt haben wir das Ganze hier im historischen Verlauf, ja, so über die letzten 2 Jahre ungefähr. Und da können wir jetzt schon mal eine erste ganz kleine Analyse starten, können hier mal nach links rüber gucken und sehen, oh, okay, so eine hohe Netto-Long-Positionierung hatten die Commercials hier im Zucker in den letzten 2 Jahren gar nicht. Ja, das ist also die größte Netto-Long-Positionierung der letzten 2 Jahre. Jetzt könnte man noch weiter in die Vergangenheit gehen und gucken, wie sieht das denn noch weiter in der Vergangenheit aus, ne? Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal hier diesen historischen Verlauf, um überhaupt abschätzen zu können, ist das ein Extrem, ja oder nein, ne? So, achso, ja, diese Pfeile, die hier drin sind, das sind Kauf- und Verkaufssignale, die bei mir automatisch entstehen. Das ist noch eine zusätzliche Geschichte, die ich nutze. Da gucken wir auch in der nächsten Woche mal rein. Das führt heute zu weit. Ja, das ist jetzt auch erstmal gar nicht wichtig. Okay, ich gucke kurz in die Frage, was reingekommen hier. Ja, ob die Angabe zu den Spreads interessant ist, weil sie ja die beide Seiten gleichermaßen präsentieren. Ja, also Spreads haben wir prinzipiell nur bei den Non-Commercials. Ja, das hier sind Spreads. Diese Spreads bedeuten am Ende nichts anderes, als dass ein Trader, der hier Produkte hat, die in der Seite unter Spreads auftauchen, dass der Long und Short gleichzeitig ist. Das ist aber in einem Future-Konto nicht möglich. Wir können in einem Future-Konto nicht Long und Short gleichzeitig im selben Kontrakt sein. Das heißt, die Spreads, die hier laufen, sind typischerweise Kalenderspreads. Ja, da ist also ein Trader zum Beispiel den Dezember-Kontrakt Long und den März-Kontrakt Short. Ja, und die zählen hier in Spreads. Spreads werden für uns hier für die CUT-Interpretation nicht mit berücksichtigt, weil ein Spread-Betting ganz klassisch, also jemand, der auf Spreads wettet, der hat keine Präferenz, ob der Kurs steigt oder fällt. Ja, der wettet nur dazu, wie sich der Preis von diesen beiden Kontrakten zueinander entwickelt. Ja, ob der Spread also auseinandergeht oder enger zusammenkommt. Dabei ist ihm das völlig egal, ob der Gesamtmarkt dann in der Situation eher steigt oder eher fällt. Und deswegen hat er keine Präferenz. Und die werden also bei uns in den CUT-Daten dann nicht mit berücksichtigt. Ja, die sind für uns also unwichtig. André, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja, der Jörg fragt, warum braucht die CFTC eigentlich so lange, um die Daten zu präsentieren? Also von Dienstag bis Freitag, ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich auch nicht sagen. Ja, weiß ich nicht. Okay, so, aber so setzt sich auf jeden Fall hier unsere Nettoposition zusammen aus den Longs und aus den Shorts. Ja, und dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall schon mal, was ihr da seht, wenn solche Grafiken da veröffentlicht werden. Ja. Okay,
Dann gehen wir jetzt direkt in die Analyse mit rein. Und da möchte ich euch erstmal was vorstellen, was ich sehr, sehr praktisch finde. Ihr habt ja gerade schon gesehen, wenn man jetzt diese Nettopositionen vergleicht, na, ich gehe hier ruhig nochmal in die Handelsplattform, gehen wir ruhig mal in den Sugar-Kontrakt gerade rein. Ja, also, ja, da haben wir das ja jetzt hier, diese 168, das verkleinere ich gerade mal, das schauen wir uns gleich an. Ja, da haben wir ja jetzt hier diese 168.000 und jetzt können wir hier halt eben noch weiter in die Vergangenheit fahren, ne, und sehen, okay, das ist also auch die größte Netto-Long-Positionierung hier der letzten 10 Jahre, ne, und da können wir also auch noch weiter rüber, ne. Ich habe jetzt hier Daten drin seit 2000 und wir sehen also, es ist tatsächlich die größte Netto-Long-Positionierung ever, die die Commercials jemals im Zucker hatten. Ja, das sind diese typischen Extrempositionierungen, auf die wir warten, die uns gerne Wendepunkte ansagen. Ja, allerdings muss man jetzt so ein bisschen drauf achten. Ich werde mal kurz hier die Non-Commercials ausblenden. Ja, dann sieht man das ein bisschen schöner. So, das ist also der Verlauf hier, der, die nehme ich auch noch mal raus. So, jetzt haben wir es ganz sauber. Das ist also der Verlauf der Nettopositionierung der Commercials. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir darauf achten. Okay, in diesem Markt, ja, da ist die Positionierung, also sind die Extrempositionen tendenziell eher steigend. Ja, sowohl auf der Short-Seite als auch auf der Long-Seite. Das heißt, hier werden Jahr für Jahr einfach mehr Kontrakte umgesetzt. Es wird einfach mehr getradet. Ja, da ist ein höheres Volumen drin. Da sind mehr Kontrakte im Umlauf und deswegen ist es normal, dass sich diese Extrempositionen auf der Oberseite und auf der Unterseite auch so auffächern. Ja, also ich möchte dringend davor abraten, nur weil wir irgendwo eine Extrempositionierung sehen, jetzt hier sofort eine Long-Position aufzubauen. Ja, da müssen also noch andere Sachen zu passen. Ja. Okay, aber gehen wir erstmal kurz hier in die Interpretation rein. Damit man das nicht machen muss, und jetzt immer in der Historie zurückfahren und gucken, oh, wie war denn das in den letzten 3 Jahren? Da muss man jetzt die Positionierung vergleichen. Ist die eher neutral oder eher positiv oder eher negativ? Da sieht das so aus, dass es einen ganz tollen Indikator dafür gibt. Im Agena Trader nennt sich der einfach die stochastische Darstellung der COT-Daten. Und die bringt uns einen riesigen Vorteil. Ich habe ja gerade gesagt, wenn wir uns nur die Daten anschauen und haben jetzt nur die Nettopositionierung, die bringt uns nicht wirklich weiter, sondern das, was wir brauchen, ist die Nettopositionierung im Vergleich zur Vergangenheit, ne? Also zu den Extremwerten der Vergangenheit. Und das macht eben diese Stochastik oder in der Literatur wird das auch oft der COT-Index genannt. Ja, und das, was der macht, ist, der zeigt uns, wie die aktuelle Positionierung im Verhältnis zur durchschnittlichen oder im Verhältnis eben zu den Extremen eines bestimmten Zeitraums ist. Ja. Das gibt also einen Oszillator, der eben zwischen 0 und 100 schwankt. Ja, ich habe hier einmal ganz kurz dargestellt, wie der berechnet wird, also die stochastische Darstellung. Ja, ist eine ganz, ganz gängige Oszillatorformel, ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig, dass ihr das versteht, wie das aufgebaut wird, sondern es ist viel wichtiger, dass ihr wisst, was das macht. Ja? Und das setzt eben die aktuelle Positionierung ins Verhältnis zum Minimum und Maximum der letzten x Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer. Das könnt ihr also einstellen, wie ihr wollt. Ja? Und ihr seht dann einfach nur, in welchem Bereich befinden wir uns jetzt gerade. Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen klarer, wenn wir uns das auf der Plattform gleich anschauen. Also der Axel fragt, ob die Anzahl der Positionen für alle aktuellen Termine gelten. Ja, für alle Kontrakte, die offen sind. Also von allen Laufzeiten, die gerade zu kaufen sind oder zu verkaufen sind, werden die Positionen zusammengezählt. Ja. Der Rainer fragt, ob man die Daten manuell in den Agena Trader einlesen muss. Nein, natürlich nicht. Ja, da gibt es ein schönes Add-on für, das erwirbt man einmal
Und dann stellt der Agena Trader immer automatisch eine Verbindung zur CFTC her, jeden Freitag um 22 Uhr oder so. Sobald die Daten da sind, werden die direkt in die Handelsplattform reingelesen. Für alle Märkte habt ihr das also vollautomatisch drin. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Das ist so ein Oszillator. Das ist also die stochastische Darstellung der Commercials. Und ich habe jetzt hier mal einen Zeitraum gewählt von 3 Jahren. Das ist ein ganz, ganz typischer Wert, der sehr weit in der Verbreitung und in der Verwendung ist. Das heißt, da wird die aktuelle Nettopositionierung der Commercials verglichen mit den Extremwerten der letzten 3 Jahre. Ja, und wenn wir also hier so einen Wert haben wie 59,6, dann heißt das, wir sind jetzt im Bereich 60% zwischen dem absoluten Minimum und dem absoluten Maximum der Nettopositionierung in den letzten 3 Jahren. Ja, da haben wir jetzt 60% der Maximalpositionierung. Okay. Der ganze Bereich hier in der Mitte, der ist für uns erstmal neutral. Das, was uns interessiert für die klassische Interpretation der COT-Daten, ist das, was uns immer interessiert, sind die Extremwerte. Und diese Extremwerte, die sollten uns jetzt nach Möglichkeit Wendepunkte ansagen. Gehen wir mal rein logisch vor. Wir haben jetzt an dieser Stelle hier, ja, eine extrem große, ja, entweder Netto-Short-Positionierung oder eine extrem kleine Netto-Long-Positionierung. Da wir hier keine Netto-Positionen sehen, sondern nur quasi einen Prozentsatz, können wir das nicht sagen, ob die Commercials jetzt hier tatsächlich Short sind oder ob sie einfach nur sehr, sehr wenig Netto-Long sind, sehr gering Netto-Long sind. Das ist aber auch für die Interpretation völlig egal. Wir sehen, wir sind hier an einem Extrem angekommen von den letzten 3 Jahren. Bedeutet nichts anderes, als dass wir in diesem Bereich hier damit rechnen können, dass ein Aufwärtstrend beendet ist und ein Abwärtstrend beginnt. Ja, weil die sich stark in die Short-Richtung hedgen. Hier, da sind wir ganz stark in die Long-Richtung gehedgt. Ja, da sind wir fast bei 100. Das ist fast die größte Netto-Long-Positionierung der letzten 3 Jahre. Hier sollte man damit rechnen, dass wir vielleicht ein Tief am Markt ausbilden. Ja, hier wieder das Gleiche. Hier sollten wir mit einem Hoch am Markt rechnen. Hier sollten wir mit einem Tief am Markt rechnen. Hier sollten wir mit einem Hoch am Markt rechnen. Das mal die grundsätzliche Interpretationsweise der Commercial-Positionierung. Ja, das, was dahinter steht, ist, hey, das sind die schlauesten Marktteilnehmer, die wissen am besten Bescheid in diesen Märkten und die sind extrem short oder extrem long eingestellt. Warum sind die extrem long eingestellt? Weil sie damit rechnen, dass in der nächsten Zeit der Preis steigt. Warum sind sie extrem short eingestellt? Weil sie damit rechnen, dass in der nächsten Zeit der Preis fällt. Okay? So, und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe mal den Kurschart ausgeblendet. Würde ich euch auch empfehlen, das einfach mal zu machen, wenn euer Handelsprogramm das kann. Um zu überprüfen, ob Indikatoren, die ihr verwendet, auch tatsächlich valide Signale liefern. Ja, weil wir wissen jetzt, an welchen Stellen wir hier mit Wendepunkten rechnen sollten und können jetzt im Nachgang schauen, wie das Ganze denn am Chart aussieht. Also, wir haben hier den COT-Index im Dreijahresvergleich, haben hier unten Short-Setups, potenzielle Short-Setups und haben hier oben potenzielle Long-Setups. Ja, jetzt blenden wir uns den Chart dazu ein und jetzt sehen wir, wow, okay, da wo wir ein Short-Setup hatten, kommt der Markt runter. Da wo wir ein Long-Setup hatten, geht es hier erstmal ein paar Wochen rauf. Ne? Das ist ein Wochenchart, der hier dargestellt wird. Noch ein Long-Setup, hier geht es sogar ein paar Monate rauf. Ja, hier haben wir das erste Short-Setup, das hat nicht funktioniert, da sind wir hier nach oben wieder rausgeholt worden. Hier haben wir das nächste Short-Setup, da laufen wir die nächsten Monate hier abwärts. Ja. Long Setup, der Markt steigt, ein paar Wochen, sehr dramatisch. Short Setup, der Markt fällt, ein paar Wochen, ziemlich dramatisch. Okay, das ist erstmal so die Grundgeschichte. So sieht das aus. So interpretiert man diese Daten. Das ist jetzt hier ein Beispiel aus dem MAIS-Chart. Das gibt es für alle Märkte, die wir uns vorstellen können. Ich habe jetzt mal noch den Gold-Chart rausgenommen, weil Gold eben ein Produkt ist, was von vielen Händlern auch getradet wird, die eben nichts mit COT-Daten zu tun haben. Ja, da haben wir hier im Gold im Prinzip zwei Wendepunkte,
in die Long-Richtung, müssten also zwei Bodenbildungen drin haben und dann steigende Kurse und haben hier 1, 2, 3 mögliche Situationen für Tops im Markt, nach denen der Preis wieder runterkommen sollte. Ja, wie sieht das dann im Chart aus? Naja, ne, hier haben wir Long-Setups. Hier sind wir in einem überverkauften Bereich, haben Commercials, die sich sehr, sehr stark in die Long-Richtung hedgen. Das machen sie eben immer dann, wenn sie mit steigenden Preisen rechnen. Preise ziehen hier dramatisch an. Ja. Dann haben wir hier, so wie wir das eben auch schon gesehen haben, eine Situation, wo sie ein bisschen zu früh schon mit ihren extremen Shorts waren. Die zweite Situation, wo sie hier aus dem Extrembereich der Shorts rausgekommen sind, war die, wo dann auch tatsächlich die große Abwärtsbewegung angefangen hat, die hier von den Commercials antizipiert worden ist. Ja. Hier haben wir das Ganze nochmal auf der Long-Seite. Eins, zwei Möglichkeiten, hier in diesen schönen langen Trend Long einzusteigen. Und jetzt aktuell sieht das Ganze so aus, dass wir hier aus einer extremen Short-Positionierung, aus dem extremen Short-Hedging der Commercials kommen. Und das sollte typischerweise den Goldpreis die nächsten Wochen auch ein bisschen runterbringen. Ja, jetzt sind wir heute hier schon wieder gestiegen, sind schon wieder so bei 15,13, 15,14, glaube ich, aktuell. Das hängt aber einfach im Moment stark damit zusammen, dass das Gold eben immer noch so ein bisschen die Risk-Off-Währung ist, ja, zusammen mit dem japanischen Yen, der ist heute auch sehr dynamisch gestiegen. Und immer wenn die Risiken so ein bisschen rausgenommen werden sollen, wenn also im Aktienmarkt auch dann abverkauft wird, das haben wir ja auch gesehen heute. Nach der Fed-Session von gestern ging es heute erstmal runter. Und dann steigen typischerweise diese Assets wie Gold und dem japanischen Yen. Ne? Jetzt haben wir hier eben auch noch im Wochenchart so eine Flag. Ja, kann ich gleich nochmal hier kurz ein bisschen schöner darstellen. Das ist eine typische Bull Flag in einem intakten Aufwärtstrend. Ja, da warten also auch gerade viele Trader darauf, dass der Ausbruch hier erfolgt und sie wieder in die Long-Richtung gehen können. Das muss man im Hinterkopf haben. Das ist also ein bisschen schwierig jetzt hier gerade im Goldpreis das zu berücksichtigen. Okay. So, dann habe ich ja gerade gesagt, wir können unterscheiden zwischen verschiedenen Zeitebenen. Wir können also wählen, mit welchen Extremwerten wir die aktuellen Positionen vergleichen wollen. Ja, das, was wir uns gerade angeschaut haben, war der Index auf 3 Jahre. Das ist der hier unten läuft. Jetzt habe ich hier mal einen mexikanischen Peso. Auch da funktioniert das Ganze. Also auch bei Währungen kann man das ganz gut verwenden. Ja, und da haben wir jetzt hier eine sehr, sehr lange Zeit, ja, über Monate, wo wir uns eigentlich nur im neutralen Bereich hier befunden haben, langfristig und wo eigentlich keine Trade-Gelegenheiten aufgetaucht sind. Ja. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal im kurzfristigen Bereich anschaut, das, was ich hier dargestellt habe, oben drüber, das ist die aktuelle Positionierung verglichen mit den Extremen des letzten halben Jahres. Ja, also nur ein Sechstel der Zeit. Und da sehen wir, dass wir viel mehr Handelssignale bekommen. Wir haben also hier Handelssignale auf der Long-Seite. Ja, da kriegen wir hier einen Long-Einstieg. Dann haben wir hier Handelssignale einmal hier auf der Short-Seite. Eins, was nicht gut funktioniert und eins, was hier eine ganz hervorragende Abwärtsbewegung einläutet. Dann haben wir hier wieder Signale auf der Long-Seite, auf der Long-Seite. Ja, da haben wir diese Bewegung, die Bewegung. Dann haben wir hier ein Signal wieder auf der Short-Seite. Da kommt der Markt runter. Hier haben wir ein Signal auf der Long-Seite. Da kommt der Markt drauf. Hier haben wir ein Signal auf der Long-Seite. Da kommt der Markt drauf. Ja, und so weiter. Das heißt, ihr seht schon, ihr könnt auch die Trade-Frequenz, mit der ihr arbeiten wollt, ein Stück weit steuern. Ja, und das sind jetzt hier, das, was ihr hier gerade seht, sind die beiden klassischen Varianten für ein kurzfristigeres Trading und für ein längerfristiges Trading. Das kurzfristige auf 26 Wochen, das längerfristige im Dreijahresvergleich. Ja, und da seht ihr schon mal, was diese stochastische Darstellung euch für Arbeit abnimmt. Ihr braucht überhaupt nicht mehr auf die Nettopositionierungen schauen und braucht es auch gar nicht mehr groß vergleichen mit der Vergangenheit. Sondern ihr kriegt ganz einfache, ganz simple Handelssignale hier schon nur durch diesen stochastischen Indikator, durch diesen Oszillator, der aber auf der tatsächlichen Positionierung der Commercials beruht. Ja, ganz, ganz tolle Sache.
Umut fragt, ob sowas wie CoT auch zu Krisenzeiten wie 2008 funktioniert. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass viel von dem, was am Rohstoffmarkt passiert, sehr unabhängig ist von diesen wirtschaftlichen Geschichten. Ja, ich nehme jetzt mal Öl und Gold raus. Ja, Öl und Gold sind eben wirklich diese klassischen, einmal ein Hedging-Produkt und einmal ein Produkt, was quasi für die wirtschaftliche Entwicklung auch steht. Ja, das muss man da ein bisschen rausnehmen. Aber die anderen Dinge, Grundnahrungsmittel, ja, Dinge des täglichen Bedarfs, das sind, Sachen, die kaum beeinflusst werden von diesen wirtschaftlichen Geschichten. Na, das ist eben auch genau der Grund, warum Aktien aus diesen Bereichen, Dinge des täglichen Bedarfs und so weiter, besonders gesucht sind, wenn es in Richtung Rezession geht. Na, Luxusgüter sind schnell mal ausgetauscht. Ja, Technologie wird in der Zeit, wo wir uns in der Rezession befinden, eher weniger weiterentwickelt. Na, es werden weniger Investitionen getätigt und so weiter. Das sind zyklische Werte, die sind anfällig für sowas. Und dann gibt es aber halt auch Werte, die nicht so anfällig sind. Und das ist bei den Rohstoffen eben auch so. Das hat man auch jetzt gemerkt in den letzten Monaten, wo die Börsen sehr, sehr politisch waren und viel reagiert haben auf Tweets von Trump und so weiter. Ja, dann sind die Aktienmärkte zusammengebrochen oder explodiert. Was ist denn heute passiert? Ja, wir sind heute im S&P schon fast 30 Punkte wieder runtergekommen. Warum? Naja, zum einen hat Bloomberg, glaube ich, einen Bericht veröffentlicht, in dem die Chinesen gesagt haben, sie rechnen nicht mit einer langfristigen Lösung des Handelskonflikts, einfach weil Trump zu wankelmütig ist. Ja, und sie rechnen also eher damit, dass er nochmal einen Rückzieher macht, auch von dieser Phase 1. Das ist gekommen. Und dann kam auf dem Nachmittag auch noch ein Erlass, dass es im Impeachment-Prozess, also im Prozess der angestrebten Amtsenthebung von Trump, nochmal weitergeht und dass da in die nächste Runde geht. Ja, und da reagieren die Märkte sehr, sehr heftig drauf. Ja, die Rohstoffe, die tangiert das kaum. Na, das heißt jetzt vielleicht mal Sojabohnen, die da direkt betroffen sind vom Handelskrieg. Na, aber ansonsten ist das eher weniger der Fall. Ja. So, aber das ist hier mal eine ganz interessante Geschichte. Da könnt ihr mal schön vergleichen, wie diese verschiedenen Zeithorizonte sich auswirken. Ja. So. Also wichtig ist auf jeden Fall, diese CoT-Daten sind kein Timing-Instrument. Ja, die sind ein Setup-Instrument. Wir wissen also aufgrund der CoT-Daten, wann zum Beispiel größere Trendwechsel bevorstehen sollten. Und dann können wir die nutzen, um dann andere Dinge wie eine einfache Charttechnik oder eine LJ-Wellentheorie und so weiter zu verwenden, um dann tatsächlich unsere Einstiege zu finden. Ja, ich würde euch empfehlen, euch auch einfach mal die Stochastik anzuschauen. Und auch mal diese kurzfristigen CoT-Daten über 26 Wochen zum Beispiel. Ja, da kriegt ihr nämlich auch tolle Einstiege in Richtung des längerfristigen Trends. Ja, nämlich dann, wenn auf Tagesbasis oder auch auf Basis einiger weniger Wochen eine Korrektur beendet ist. Ja, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, super Frage, André. Der André hat hier eine Frage gestellt, ob es von mir eine Empfehlung gibt, welche Rohstoffe quasi am besten auf CoT reagieren. Gerade für Anfänger, die dann eben eine höhere Wahrscheinlichkeit von positiven Erfahrungen haben. Ja, gibt's schon. Also die ganzen Klassiker, ne, die wirklich das, womit die CoT-Daten angefangen haben. Agrarrohstoffe, ne, Weizen, Mais, Sojabohnen. Sojabohnenmehl, Sojabohnenöl, auch Kontrakte, die nicht so super liquide sind. Ja, so ein Hafer, Orangensaft, ja, die sind schwieriger zu traden, vom Trading-Prozess her, aber die CoT-Daten funktionieren da sehr gut. Also prinzipiell kann man sagen, alles, was klassische Commodities sind, ja, Cotton, Kakao, Kaffee, ja, alles, was klassische Commodities sind, lässt sich sehr, sehr gut handeln mit CoT-Daten. Da werden wir auch in einer Woche nochmal auf die Seasonals schauen. Die passen auch gut dazu. Die haben wir auch bei klassischen Rohstoffen sehr ausgeprägt. Und schwieriger wird das in Bereichen Währungen, Indizes, Anleihen, ja, Financial Futures insgesamt. Die sind deutlich schwieriger zu interpretieren. Ja, ich würde mich also für den Anfang eher auf die Rohstoffe konzentrieren.
Und da dann idealerweise auf die Rohstoffe, die nicht so schwere Futures haben, ja, die also nicht so hohe Tickwerte haben. Also Kakao, Mais, ja, Weizen geht auch gut, ne? Und dann gibt es ein paar Rohstoffe, wo es auch Mini-Kontrakte drauf gibt. Okay, ich habe geahnt, dass wir wieder überziehen. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich habe das, was in der Präsi ist, durch. Ich würde aber gerne noch mal kurz mit euch in die Charts gehen. Vorher, ja, für alle, die jetzt das gerne mal ausprobieren wollen, diese Analyse der COT-Daten mit diesem Institutional, COT Institutional Add-on vom Agena Trader. Das ist ja nicht gerade günstig. Ich meine, im Verhältnis zu dem, was man sonst bezahlt, ist es günstig. Ja, ich habe angefangen vor vielen Jahren mit den COT-Daten. Da habe ich jeden Monat alleine $120 bezahlt, nur dafür, dass mir die Daten in die Plattform gespielt werden. Das fällt beim Agena Trader alles nicht mehr an. Aber es sind knapp über 1.000 Euro, die dieses Add-on erstmal kostet. Und damit ihr da eine Möglichkeit habt, euch da mal reinzufinden, ja, könnt ihr, wenn ihr wollt, dieses COT Institutional Add-on für 2 Monate kostenlos testen. Das heißt, ihr habt wirklich 2 Monate Zeit, was ganz, ganz toll ist. Man kann normalerweise diese Produkte mal für 2 Wochen testen, ist aber gerade bei COT-Daten schwierig, weil die ja eben nur einmal in der Woche kommen. Ihr könnt jetzt hier quasi als Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Webinar, könnt ihr das Ganze wirklich 2 Monate kostenlos testen. Das ist eine super Sache, zumal ihr eben den Agena Trader über CapTrader ja auch noch umsonst bekommt. Ihr braucht da also erstmal für 8 Wochen nichts bezahlen, könnt es alles ausprobieren, was wir da gemacht haben. Wenn ihr das machen wollt, dann schickt ihr mir einfach eine E-Mail, eine ganz kurze, formlose E-Mail an diese E-Mail-Adresse info@daytradingcoach.de. Schreibt das rein, dass ihr einmal dieses COT-Add-on testen wollt. Und dann gebe ich eure Daten da weiter an den Agena Trader. Und dann kriegt ihr da wirklich eine Version, die 2 Monate läuft. Ja, dann könnt ihr euch das alles ganz, ganz in Ruhe anschauen. Werden wir in der nächsten Woche nochmal machen. Da gehen wir ja dann auch auf die Seasonals ein. Da werde ich gucken, dass wir das Seasonality Add-on da auch noch mit dazu kriegen. Ja, aber jetzt erstmal für diese Woche, wenn ihr schon mal starten wollt, dann habt ihr vielleicht auch in der nächsten Woche schon mal ein paar Fragen. Könnt ihr damit direkt mal loslegen. Ja. Das ist eine Mega-Geschichte. Okay, also werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick in die klassischen COT-Daten. Ja, ich habe das bei mir hier aufgeteilt. Üblicherweise hat man diese 3 Varianten hier zusammen. Das hier sind die Small Specs. Ja, die habe ich separat rausgenommen, weil ansonsten diese grüne Linie in der Nettodarstellung einfach nur um die Nulllinie pendelt und man überhaupt nicht erkennen kann, sind die jetzt irgendwie extrem long oder sind die extrem short. Ja, und jetzt haben wir das hier im Sugar, ne, und im Sugar sehen wir schon, die sind ganz klar trendfolgend unterwegs. Ja, also wenn der Markt steigt, dann steigt die Long-Positionierung von den kleinen Tradern. Wenn der Markt fällt, dann fällt die Long-Positionierung von den kleinen Tradern. Ja, die folgen also hier im Prinzip so mehr oder weniger dem Marktgeschehen. Ne. Ist für uns alles gar nicht so interessant. Viel interessanter sind für uns eben diese Large Specs. Ja. Und da können wir hier zum Beispiel auch mal das, was wir uns ja gerade angeschaut haben, 3 Jahre und ein halbes Jahr. Ja, da seht ihr hier auch schon in dieser kurzen Einstellung läuft eben dieser Oszillator viel schneller hin und her. Ne, das ist eben bei allen Produkten so. Ne, das ist beim Sugar so, das ist beim Coffee so, da können wir auch gleich nochmal drauf schauen. Ja, aber wichtig ist eben, ihr kommt in dieser langfristigen Darstellung hier, seit der Zuckermarkt hier runtergekommen ist. Wir haben hier einmal ein schönes Short-Setup gehabt. Na, das war im Oktober 2016. Seitdem kommt der Markt hier runter und es gab langfristig kein neues Short-Setup mehr. Wir haben keine neuen Extremwerte mehr auf der Unterseite gesehen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, man möchte ja nicht einen Trade machen und dann hier die nächsten 2, 3 Jahre gar nichts mehr. Na, und dann kann man hier in den Märkten dann auch auf diese kleineren Zeitebenen stellen und da sehen wir sehr gut, ja, wir haben hier
Anfang Dezember 2017 ein Short Setup, da ist der Markt richtig schön runtergekommen. Dann haben wir hier Mitte 18 ein Short Setup, da ist der Markt hier auch nochmal wochenlang runtergekommen. Dann haben wir hier ein Short Setup, ja, hier zwischendurch hatten wir das schöne Long, ja, für diese Aufwärtsbewegung hier. Wir kommen in den netto-grünen Bereich, ja, langfristig und kurzfristig, also Bodenbildung wahrscheinlich, steigende Preise. Ja, hier kommen wir wieder in diesen extremen Negativbereich, Short-Bereich, ja, verlassen den und finden hier auch wieder ein paar Wochen schön Abwärtsbewegung. Ja. Und diese Möglichkeiten, die kriegt er eben dann, wenn er auf die kurzfristigeren Zeitebenen geht. Das können wir hier auch nochmal uns beim Coffee-Kurs anschauen. Ja, da war das nämlich genauso. Da haben wir hier genau das Gleiche. Na, wir haben hier ähnlich wie im Sugar das Short Setup. Der Markt kommt runter und seitdem gab es hier eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ja, in der kurzfristigen Einstellung haben wir hier nochmal die Möglichkeit zu shorten, haben wir hier nochmal die Möglichkeit zu shorten, haben wir hier nochmal die Möglichkeit zu shorten. Ja, diese ganzen drei großen, eins, zwei, drei großen Abwärtsbewegungen sind alle angekündigt worden durch diese kurzfristigen COT-Daten. Ja. Ja, der Willi fragt, ob es alternative Produkte zu Futures gibt. Ja, gibt es schon. Man kann das mit dem CFD umsetzen, wenn man einen Broker hat, der Rohstoffe anbietet. Aber es ist natürlich immer schwierig, mit allen Produkten die Finanzierungskosten über Nacht verlangen. Ja. Ich habe das auch tatsächlich schon gesehen, dass versucht worden ist, mit Zertifikaten in diesem Bereich zu arbeiten. Da kann ich nur von abraten. Die Zertifikate auf diese Rohstoffe sind viel zu teuer, die Spreads sind viel zu groß und wenn man eine längere Haltedauer hat, dann fressen einen die Finanzierungskosten auf. Ja, das macht wenig Sinn. Also idealerweise läuft das auf dem Future. Aber es gibt halt inzwischen auch schon wirklich kleine Futures. Es gibt sogar auf dem Goldpreis ein Mikro-Future. Da hat ein Dollar im Goldpreis ein Dollar auf dem Konto. Ja, der ist quasi ungehebelt, ein Mikro-Future und der hat eine saubere Liquidität, den kann man sehr, sehr gut handeln. Und es ist eben ein Future, der kostet keine Übernachthaltekosten. Ja, da müsst ihr höchstens mal rollen. Es gibt einen Mini-Kontrakt auf den Mais, es gibt einen Mini-Kontrakt auf den Weizen, die kann man auch alle handeln. Ja. Okay. So, ich will das gar nicht zu weit jetzt noch ausdehnen. Eine kleine Empfehlung vielleicht noch, wenn euch dieses Thema interessiert. Ich mache jeden zweiten Samstag ein Webinar, das ist kostenlos über Nagina Trader. Und ich mache jeden zweiten Montag ein Webinar, das ist kostenlos über Nagina Trader. Da gehe ich in beiden Webinaren eigentlich auch immer auf COT-Daten ein. Ja, und mache kleine Analysen von Märkten, die gerade an interessanten Wendepunkten sind oder die überhaupt gerade eine interessante Konstellation haben. Ich denke, das ist was, was euch sehr weiterhelfen könnte, wenn ihr in diesem Bereich COT-Daten arbeiten wollt. Da könnt ihr euch ganz einfach anmelden über meine Website. Ich zeige euch das einmal kurz. Also, muss ich hier einmal kurz reinholen. Also, hier unter dem Bereich Traden lernen. Ja, hier gibt es einen Punkt, der heißt Trading Newsletter. In diesem Punkt Trading Newsletter, da müsst ihr nur hier eure E-Mail-Adresse eintragen. Dann kriegt ihr den, der sieht dann so aus, jeden Samstag so ein Newsletter. Da sind immer die Standardmärkte, Gold, Öl, der S&P 500 und der Dollarindex, die habe ich immer in der Analyse drin und dann packe ich auch immer noch zwei Futures-Märkte mit dazu, die gerade interessante Konstellationen haben, arbeite da viel mit COT-Daten und auch mit Seasonals. Das ist eine schriftliche Variante, die kommt jeden Samstag kostenlos und in dem Anschreiben zu diesem Newsletter, da findet ihr dann auch immer die Webinar-Termine mit den Links zum Anmelden. Ja, da war dann jetzt auch das CapTrader-Webinar drin und so. Das kündige ich da halt auch immer alles an. Na, und dann habe ich noch im Bereich Ausbildung Ende November ab dem 23.11. bis 25.11. findet auch statt hier im CapTrader-Handelsbüro in Düsseldorf. Ja, da haben wir einen ganz, ganz tollen Seminarraum. Den benutze ich dafür. Der wird mir hier freundlicherweise von CapTrader zur Verfügung gestellt.
Da starten wir in eine neue Ausbildungsreihe mit einem dreitägigen Seminar. Das geht vom 23. bis 25.11. Und das ist eben genau dieses Thema, ja, CUT Swing Trading. Na, und da zeige ich meine ganzen Strategien, alles, womit ich arbeite. Und im Anschluss gibt es noch eine dreimonatige Online-Betreuung, die sehr intensiv ist, wo ihr alle Fragen stellen könnt, wo Trades besprochen werden und so weiter. Ja, da wird also niemand nach 3 Tagen alleine gelassen, sondern ihr werdet hier tatsächlich 3 Monate komplett betreut. Und ich glaube, wenn ihr tatsächlich mit CUT-Daten arbeiten wollt, dann ist das der perfekte Weg, daran zu gehen. Ja, es sind 3 intensive Tage, in denen ich meine ganzen Strategien erläutere. Und dann haben wir noch 3 Monate, in denen wir quasi zusammen traden. Ja, und das habe ich jetzt beim letzten Mal auch schon so gemacht. Habe die ganzen Trades, die seitdem eben aufgelaufen sind, hier sehr genau gemonitort. Das ist die aktuelle Performance-Entwicklung, genau von den Strategien, die ich im Seminar zeige. Ja, jeder einzelne Trade, der hier gemacht worden ist, ist bei allen Teilnehmern auch genauso auf der Handelsplattform aufgetaucht, mit entsprechendem Signal dazu und lässt sich halt ganz einfach 1:1 so umsetzen. Ja, und das ist jetzt seit Anfang Juni, glaube ich. Da ist der erste Trade hier am 28.05. gemacht worden. Und es sind seitdem 57 Trades. Dann seht ihr auch ungefähr gleich so ein bisschen, wie hoch die Trade-Frequenz ist. Wenn man denn die Möglichkeit hat, mit dem 100.000er-Konto alles zu handeln, was anfällt. Ja, das ist also 100.000 Dollar. Das sind dann ungefähr so 90.000 Euro. Das ist die erzielte Performance bislang in Euro 17.000. Und deswegen, ja, ganz wichtig, Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne. Leider, das wäre auch zu schön. Aber das ist so das, was da nach dem Seminar dann läuft. Ja, das ist jetzt ein bisschen länger als 3 Monate. Aber genau so sieht das aus. Und diese Trades, die hier auflaufen, die werden dann eben auch in schriftlicher Form und manchmal auch mit einem kleinen Video dann besprochen. Ihr könnt da Fragen zustellen und so weiter. Auch wenn Signale auftauchen, dann könnt ihr da entsprechende Fragen stellen. Und dann werdet ihr sehen, dass das eigentlich nichts mit Hexerei zu tun hat. Ja, und es gibt eben typischerweise eine recht saubere Performance-Kurve, unabhängig davon, wie die Nachrichtenlage am Markt so ist. Ja, das hängt also wenig mit irgendwelchen Tweets von Trump zusammen und hängt auch wenig zusammen damit, ob die Fed jetzt Zinsen senkt oder Zinsen anhebt. Ja, ist eine wirklich tolle Geschichte, CUT-Daten, gerade auch als Beimischung, wenn man vielleicht ansonsten Aktien oder Indizes handelt, um auch das Ganze nochmal ein bisschen zu diversifizieren. Ja. Gut, das sollte es dann auch gewesen sein für heute. Wir haben wieder 12 Minuten länger gebraucht. Teil 2 am 7.11. Ja, da werden wir dann noch mal ein bisschen tiefer in die Strategien eintauchen. Da werde ich euch noch mal zeigen, wie diese Signale aussehen, wenn sie denn auftauchen. Wie so ein bisschen, wie die umgesetzt werden. Da werden wir noch auf die Saisonalitäten gucken und halt ein paar mehr Analysen machen, als wir hier heute geschafft haben. Ja, also beim nächsten Mal wird nicht mehr viel sein mit Präsentationsfolien. Wir werden viel mit der Plattform arbeiten und werden uns das Ganze ein bisschen mehr aus dem Stegreif anschauen. Gut, das war's dann für heute. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei CapTrader, natürlich auch bei Agena Trader für die tolle Möglichkeit, für euch das Ganze zu testen. Ja, und ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zur nächsten Woche erstmal erfolgreiche Trades.